Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. Immer noch sind wir in den Eingeweiden von Aperture Science und wir... Das sieht komisch... Oh, die kleinen Kerle, die können wir noch so gut. Wir sind auf jeden Fall schon in Testkammer 6, mehr oder weniger. Danke, schön. Ah, wir müssen sauber. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall auf dieses Sprungpad wieder drauf. Oh, 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 oh. Boah, das war knapp. Boah, da habe ich noch schnell reagiert. Und jetzt? Was ist dieser Knopf? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Das ist sehr schön. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ja, danke schön. Hab dich auch lieb. Was ist das am Blinken? Okay, da kommt ein Kubus angehüpft. Den müssten wir jetzt möglichst fangen. Und aufgefangen. So, nur noch da, da und da, dahin. Ja, ich weiß, wie man das Spiel spielt. Dankeschön. Sehr schön. Und auch die ist geschafft. Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Oh, du bist so lieb, Reizen. Nein, bist du nicht. Gott, wann kommen wir hier endlich raus? Es ist ein Horror. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Dein Ernst? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja. Tageslicht. Und wir dürfen mit Laser. Okay. Oh. Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Warte mal! Tut mir leid. Das war doch gerade ein Companion Cube. Dir noch einen also, anderen? Hier der Kumpelkubus. Ja, da ist er! Der Kumpelkubus! Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Du Monster! Sie haben auch Gefühle! Okay, wie kommt man jetzt hier? Also, sollen wir zum Halt? Ah! Gut zu wissen. Wir retten dich, kleiner Kumpel. Dafür sorge ich. So, erstmal zum Laser raus mit dir. Ich sorge schon dafür, dass du hier rauskommst. Wir beide kommen aus diesem Horrorszenario. Entschuldigung. Aus diesem Horrorszenario. Okay, ich glaube, dass ich jetzt mit dir, die schnappe ich mir wieder, und dann springen wir jetzt hier wieder rein. Jawohl. Warte mal, wann? Ah, nicht schade. So, und ich bin raus. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Ich seh's. Nimm bloß nichts mit. Nichts mitnehmen, sagst du? Ich wusste es.
Du kommst mit, kleiner Kumpel. Kumpel Kobus, wir sind gerettet. Ich hab dich gerettet. Oh, hier ist wieder dein Gang. Alter Aushang. Da ist der Aufzug. Wir haben ihn. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Du Monster. Ich spring dich um! Boah. GLaDOS, du hast es zu weit getrieben. Eindeutig zu weit. Ich sage dafür, dass du untergehst. Wir haben Kumpel Kobus. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ja, ich erinnere mich. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Test auf eine... Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Danke. Aber wenn du weg bist, dann nehme ich das hier mal ganz schnell weg. Ich will unbeobachtet arbeiten. Hier. Tschüss. Ist hier sonst noch irgendwo eine Kamera? Nein. Okay. Also, was ist, wenn man schon mal den hier macht? Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt schon... Oh, warte mal. Problem gelöst. Ja, ich kenne die Steuerung. Ja, ich muss gerade leider ohne Internet hier spielen, deswegen sind noch die Steam-Daten nicht synchronisiert. Also kommt es. Sagt Portal gerade, ja, ich spiele zum ersten Mal. Geschafft. So, wow, mal kein blöder Kommentar von GLaDOS, das ist gut. Aber eins sage ich euch. Wenn ich hier rauskomme, ich weiß, welche beiden Personen sterben werden. Teil 3, die Rückkehr. Okay, nicht sterben. GLaDOS wird auf jeden Fall sterben. Ich glaube, dir geht es gar nicht so gut, oder? Haben wir da eigentlich drauf? Ah, du bist fleißig, das kommt anders. Hey, ich bin's, mir geht's gut. Willi! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Ich bin da drauf gesprungen. Gut, versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lachte einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Haha. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Haha, vielen Dank. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Was? Aber... Da war doch... Wie? Nee. Wir wissen aber, dass er lebt. Steht noch Hoffnung. Da oben war er. Okay. Schauen wir uns das mal gerade an. Okay, wir können hier rüber. Dann setze ich mal ein Portal da. Und dann springen wir mal gerade wieder runter. Und nehmen wieder das Katapult, was leider...
kaputt gegangen ist, weil wir die Ladekapazität befunden haben. Oh. Kann ich jetzt einfach den hier machen? Ah, sehr schön. Bob. Ja, das geht natürlich nicht mehr, sehr schön. Okay, auf jeden Fall, was ich eben sagen wollte, das ist blau, okay. Wenn ich hier rauskomme, sorge ich dafür, dass GLaDOS ein für alle Mal vernichtet wird. Und wenn ich Street wiederfinde, dann schicke ich den hier mal hin. Und warte mal, dann ist GLaDOS weg. Au, 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 au. Dann mache ich es so. Dann darf der liebe Trivolo mal hier diese ganze Anstalt leiten. So, hier ist Schutz. Oh, ich verstehe, ja. Ja, hab schon verstanden. Aber keine Sorge, doch, Meryl Streep, wir kommen hier schon raus. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Haha. Also Sprüche hat sie drauf, das muss man dir leider sagen. Ja, komm noch mal in den Aufzug. Dankeschön. Voran, GLaDOS. Du willst doch hier unbedingt testen. Komm, mal voran. Aperture Laboratory. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Du kannst dich nicht. Da war eine Sprungplatte. Gut zu wissen, dass da eine Sprungplatte war. Oh. Und da war kein Boden mehr. Okay, aber da ist schon mal ein Kurus. Oh, ich habe wieder eine Steam-Verbindung. Sehr schön. Frage sich nur, wie lange. Mein Internet ist heute irgendwie ein bisschen kacke. Okay, das ist noch nicht hoch genug. Dann machen wir mal den Express Raid. Engage! Meiner. So. Ihr wollt mich richtig verarschen. Bin ich gerade durch den Laser durchgeflogen und habe keinen Damage bekommen? Find ich ja geil. Engage! So, runter. So. Und jetzt können wir auch hier mal diesen Laser unterbrechen, oder? Ah, okay, wir sind später durchgeflogen. Aber ich verbrennen. Wir dachten jetzt hier drauf und knallen dann hier gegen. Und dann hier gegen. Ah, okay. Und dann machen wir einmal. Oh. Und, ah, okay. Wir müssen den Laser nach da leiten, dann einmal austauschen. Danke. Den Kubus nehmen wir vorsichtshalber mit. Ich habe ein Gefühl, dass wir den noch brauchen werden. Aber ich muss sagen, dafür, dass es hier so runtergekommen ist, das ist klar, das Team. Ich wollte schon gesagt haben. Ich glaube, das ziemlich schnell am Aufbauen. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Okay, Menschen leben noch. Die Menschheit existiert noch. Das ist sehr gut zu wissen. Wir sind nicht allein. Vielleicht werden wir irgendwann von anderen Menschen gerettet.
wenn wir das überhaupt nötig haben. Aber wir wissen schon mal, dass Vidi lebt. Wir müssen irgendwie mit Vidi wieder Kontakt aufnehmen. Testkammer 11. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Aber das Sonnenlicht. Ich weiß ja nicht. Okay, da unten ist Gülle. Da unten ist Güllemann. Okay, da ist gerade meine Tür aufgegangen. Die mache ich mal gerade ganz, ganz schnell zu. So, bin sofort wieder da. Oh, boah. So, Papa ist wieder da. Frag mich nicht, wieso meine Tür aufgegangen ist, aber ich mag das nicht. Okay, da kommt Kuben. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Kuben? Weil da können wir auch ein Portal setzen. Also wenn wir das so machen. Sehr schön. Also müssen wir das einfach noch hier weiterführen und... Sehr schön, wir haben einen Kubus. Dann gehen wir jetzt einfach zurück. Warte. Warte mal. Ah, hab ich schon. Ja, ja. Oh, was macht ihr so? Also ich laufe ja gerne so am Tag über Licht. Doof. Aber jetzt. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ist okay. Ja, gib mir mehr, stehe ich voll drauf. Gib mir immer mehr Motivation, dir den Stecker zu ziehen. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Darf ich das aufnehmen und auf YouTube hochladen? So kann man irgendwie einen unvorteilhaften Maschinenbau zeigen, den man auf jeden Fall nicht programmieren sollte. Also ich glaube, das fällt auch unter die Kategorie Fiat, Fehler in allen Teilen. Aber gut, soll nicht mein Bier sein. Mann, jetzt hab ich Bock auf Bier. Die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Ja, ja, beeil dich. Hey, hey, hier oben! Whitney! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Vogel! Whitney! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Kann ich mir vorstellen. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Sehr gut. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Okay. Gut zu wissen, wir sind hier bald raus. Wir müssen also nicht alle Testkammern machen. Das ist gut. Rüberleiten. Und dann... einmal so schön wissen. Und, ich hab da was vergessen.
Hier ist ja noch so. Ah. Noch ein Kubus. Okay. Doof. Wow, das war holy moly, Motherfuckeroni knapp. Aber auch das ist geschafft. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja, danke. Ich dich auch. Aber ich finde das eigentlich eine richtig coole Technik, aus Licht, also aus Sonnenlicht, eine Brücke zu machen. Wäre ein cooles, wenn es ein echtes Ding geben würde. Da würde sich aber 90% der Bevölkerung daran verletzen. Nehmen sie ihr gucken, kann man das anfassen? Tut das weh? Brennt das? Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Nicht in 5 Sekunden, denn wir sind schon bei 21 Minuten und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit Geschütztürmen und uns voller Kugeln wahrscheinlich. Also haut rein, Leute.